Hey Fitness Community, mein Name ist Thomas Meiner. Ich heiße dich herzlich willkommen zu einem Functional Workout. Ich habe heute eine kleine Flasche dabei. Ja, ihr könnt auch eine kleine Flasche nehmen, ihr könnt aber auch eine kleine Handel nehmen. Das ist euch überlassen. Schaut einfach nur, dass ihr mit den Übungen klarkommt. Macht es euch nicht zu schwer. Habt immer als Option etwas Leichteres oder etwas Schwereres dabei, damit ihr wechseln könnt und optimal in den Übungen dabei seid. Okay, lass uns losgehen. Kommen wir erstmal ganz entspannt zu einem Marschieren auf der Stelle. Für den Fall, dass euch das Video gefällt, könnt ihr auch gerne nach dem Video einen Daumen hoch geben. Ihr könnt mich abonnieren, ihr könnt mich liken, was auch immer, folgt mir und bleibt dabei. Atme erstmal tief ein, aus, tief ein. Nimm deinen einzelnen Arm hoch. Lass deine Atmung fließen über die ganze Einheit, immer schön gleichmäßig. Wenn du mal das Gefühl hast, es wird ein bisschen zu heftig, mach einfach ein kleines bisschen langsamer, mach die Übungen langsamer, mach sie kleiner, nimm leichteres Gewicht, beide Arme hoch und tief, schön über Stock und über Stein, noch 8 Sekunden, sehr schön, dann gehen wir noch in den leichten Step-Touch über, mit rechts und mit links, mach hier kräftige Schritte, du hast Schuhe an, und da kannst du richtig schöne, kräftige Schritte machen für kräftige Beine. Nimm deine Arme deutlich mit. Je mehr Arme, desto mehr Kalorien verbrennen wir. Das hört sich gut an. Unsere letzte. Nimm die Arme seitlich. Noch ungefähr 20 Sekunden für den Step-Touch mit Kraft. Deine letzten. 10 Sekunden. Wir haben nur noch 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Nehmen wir noch ein leichtes bisschen den Bizeps mit. Wir machen so mal die ganze Armaufwärmung. Noch 10, 9, 8. 4. Okay, geh in dein Seitheben über. Insgesamt haben wir ein Workout von 30 bis 40 Minuten. Ist relativ knackig. So soll es auch sein. Ich möchte euch ja nicht totlangweilen. Und wir wollen uns ja jetzt auch nicht wirklich über eine lange Zeit langweilig trainieren. Manchmal ist die Kürze einfach besser. Kurz und knackig, aber das dann richtig. Also los geht's, die letzten, 4, 3, 2, sehr schön, geh über in den Butterfly. Schau, dass deine Arme hier in Kopfhöhe sich schließen und öffnen. Das machen wir noch 10 Sekunden. Wir haben nur noch 4 Sekunden. Und abschließend beide Arme ganz nach oben, hoch und tief. Atme ruhig durch die Nase ein, Mund aus. Noch ungefähr 10 Sekunden für diese Übung. Und dann gehen wir dann auch schon an unser Workout mit der kleinen Flasche oder mit der kleinen Handel, je nachdem, was du zu Hause hast. Sehr schön. So, beende diese Übung. Atme nochmal tief ein und aus. Ein und aus. Sehr schön. Noch 8. 7. Nimm dein Squat ein bisschen mit. Wir haben nur noch 4, 3, nur noch 2 und die 1. Sehr schön. So. Ganz wichtig ist, egal was wir machen, schau, dass du etwas Griffiges hast, was also in deiner Hand bleibt, was nicht so rutschig ist. Nicht, dass du es verlierst und deine Wohnung danach ein Schlachtfeld ist. So, wir legen erstmal los. Wir nehmen die etwas über die Hüftbreite Stellung, beckenbreit. Packe hier wieder Golfschläger mit beiden Daumen nebeneinander, kreise über oben rechts herum. Je nachdem, wie schwer dein Gewicht ist, desto anstrengender wird auch deine Übung. Halte hier im Core deine Spannung, also Bauchnabel einziehen, Po anspannen, alles machen, damit hier unten in deinem Core, in deinem Becken sich alles fixiert.
Von oben rollst du mit möglichst gestreckten Armen. Das machen wir so ungefähr noch 20 Sekunden in die Richtung über die Seite nach oben raus. Atme gleichmäßig durch die Nase ein, Mund aus. Perfekt. Sehr schön. Nur noch 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Sehr schön. So, auch wieder die Beine ein bisschen lockern. Also nach jeder Übung lockerst du dich immer so, dass es für dich wieder weitergehen kann. Entspannt. Nimm deinen Gegenstand in die rechte Hand. Dein linker Arm ist in der Seite. Und jetzt kannst du hier einmal ganz locker schwingen. Wichtig ist, das ist immer so relativ schwierig für die Teilnehmer zu verstehen, wenn meine Beine sich strecken, ist entweder das Gewicht vorne oder es ist hinten. Okay? Also immer wenn deine Beine sich strecken, hast du dein Gewicht entweder vor oder hinter deinem Körper. Deine linke Armseite bleibt richtig schön in der Seite, in der Schulterhöhe oder in der Brusthöhe, je nachdem wie gut es dir geht. Sehr schön. Du kannst auch langsamer werden, gehst dabei noch etwas tiefer. Atme durch die Nase ein, Mund aus, sehr schön. Okay, und auch das machen wir noch so ungefähr 20 bis 30 Sekunden. Und schau auch immer, was passiert denn in meinem Körper mit der Übung. Yeah, let's check this out. Come on, immer schön schauen, was passiert in meinem Körper, wenn ich diese Übung mache. Wo zwickt es, wo spannt es an? Sehr schön, noch ungefähr 10 Sekunden. Ja, komm, noch 8. 4 Sekunden. Okay, und beende diese Übung. Sehr schön. So, komm wieder zurück in deinen etwas beckenbreiten Stand. Über die Beckenbreite hinaus. Leicht gebeugt, Spannung in deinem Bauch, Po, pack wieder deinen Gegenstand, gehe mit fast gestreckten Armen über oben links herum, also deine andere Seite, ruhig atmen durch die Nase ein, Mund aus, sehr schön. Ja, jetzt schaust du, ob das hier genauso gut läuft wie auf der anderen Seite, ganz klar, immer schauen und ein bisschen testen, wie ist diese Seite, wie ist die andere Seite. Atme gleichmäßig und du merkst schon, dass das jetzt richtig schon anstrengend wird. Es wird auf jeden Fall warm. Atme, jawohl. Wir haben noch ungefähr 20 bis 30 Sekunden für diese Übung. Ich sage auch immer, wenn ihr zwei Hände an einem Gewicht habt, dann darf das Gewicht auch sehr schwer werden. Habe ich natürlich eine Hand an einem Gewicht, dann muss ich ein bisschen schauen. So, wir haben die letzten 10 Sekunden. Ready to go, come on. Let's do this. Noch 4. Okay, well done. Sehr schön, ein bisschen lockern wieder. Auch die Hände lockern. Perfekt. So, wir vergessen nicht, dass wir jetzt in die andere Seite gehen. Ich habe jetzt hier mein Gewicht, mein Gegenstand auf der linken Seite. Mein rechter Arm ist seitlich. Und hier kommt wieder mein Beugen und Strecken der Beine. Heben und senken. Du vergisst nicht, beim Strecken geht das Gewicht entweder vor oder hinten hoch. Okay? Und los geht's. Yes, yes, come on. Schön tief hoch. Achte auf deine Haltung in deinem Rücken. Also alles in deinem Körper bleibt natürlich richtig schön optimal kontrolliert, angespannt. Atme gleichmäßig. Ja, du merkst hier relativ schnell wieder deine Beine. Das ist gut so. Ruhig atmen durch die Nase ein, Mund aus. Perfekt. Okay, wir machen unsere letzten 10 Sekunden to go. Okay, wir haben nur noch 4 Sekunden. Und beende diese Übung. Falls du mal das Gefühl hast, du möchtest aber von dieser Übung mehr machen, halte das Video kurz an, mach dir vielleicht ein bisschen Hintergrundmusik an und mach die Übung so lange, wie du es möchtest.
Alles geht hier. So, unsere nächste Übung. Ich habe meinen Gegenstand auf der rechten Seite. Und auf der rechten Seite, wo mein Gegenstand ist, hebe ich das Bein und übergebe den Gegenstand auf die linke Seite. Und so mache ich das auch auf der linken Seite. Okay? Also auf der Seite, wo dein Gegenstand ist, hebst du das Bein und gibst es unter der Außenseite Beine durch. Sehr schön. Und dann heb und senkst du deine Arme. Wenn dein Oberkörper so ein kleines bisschen mit reinrollt und sich wieder aufrichtet, das ist sehr, sehr wichtig. Also, dass sich der Oberkörper auch wieder aufrichtet. Dann ist das perfekt. Mach das einfach mit. Sehr schön. Komm, gehe tief hoch. Gleichmäßig atmen durch die Nase ein, Mund aus. Ja, du siehst von der Seite hier, ich gehe auch ein bisschen in die Tiefe mit meinem Oberkörper. Gar kein Thema. Ich richte mich hier danach wieder auf. Je mehr du hier dich so ein bisschen rein crunchst, Crunch sagt ja schon, was passiert, der Bauch trainiert hier ein bisschen mit, okay? Sehr schön. So, ungefähr noch 20 Sekunden to go. Yes, komm, holy moly. Sehr schön. Und da wird es natürlich schön warm. Perfekt. Jawohl. Komm, wir machen unsere letzten 10 Sekunden für diese Übung. Wie geht's dir zu Hause? Alles gut? Ja, läuft der Schweiß oder wie sieht's aus? Denk daran, wenn es dir zu leicht wird, nimm ein schwereres Gewicht, okay? Mach es dir nicht zu leicht, das soll dir immer schwer sein. Okay, noch 4, 3 Sekunden, 2, 1, ready. Sehr schön, wieder insgesamt ein bisschen lockern. So, dann gehen wir erst einmal in unseren Deadlift. Das bedeutet, ich habe hier mein Gewicht in beide Hände, es darf also wieder schwer werden. Achte auf einen optimalen geraden Rücken. Jetzt gehen wir tief und hoch. Schön die Beine beugen und strecken. Besser gesagt, die Beine bleiben leicht gebeugt und nicht mehr gestreckt. So ist das richtig. Perfekt. Aber was du strecken darfst hier, ist deine Hüfte. Die darf immer wieder so ein bisschen lang werden. Geh tief, werde wieder lang. Und dein Becken bleibt tatsächlich immer in derselben Höhe. Perfekt. Atme ruhig durch die Nase ein und aus. Ich werde jetzt ein bisschen langsamer und ich zeige dir, was ich mache. Mein Gegenstand ist rechts. Ich öffne, übergebe den Gegenstand in die linke Hand. Ja, du siehst, wie gleichmäßig ich immer tief und hoch gehe. Und das ist gut so. Mach du zu Hause auch immer diese Übungen so, dass es sich fordert. Ja? Es darf also nicht zu leicht sein, aber du musst natürlich auch schauen, dass du insgesamt einfach dich wohlfühlst. Wohlfühlen heißt nicht, dass man nicht schwitzt. Ja? Man darf schwitzen, es darf auch ziehen und brennen. Das geht in Ordnung, okay? Nicht, dass wir uns falsch verstehen. So, komm, bleib dabei. Yeah, sehr schön. So, jetzt nehmen wir noch eine Runde mit. Komm, die letzte 30 Sekunden. Du darfst noch langsamer werden, wenn du möchtest. Probier dich aus, mal langsamer zu werden oder mal wieder ein bisschen schneller. Perfekt. Noch 15 Sekunden to go. Ruhig atmen durch die Nase ein und aus. Es sieht gut aus bei uns. Die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stärker, sehr schön. Wieder insgesamt ein bisschen lockern. Und fühle immer in deinen Körper hinein, was ist nach der Übung passiert, wo spüre ich etwas, ja, was es zieht, wo merke ich, dass der Muskel so ein bisschen pulsiert und arbeitet. So, wir machen unsere nächste Übung. Hier habe ich die Beine wieder über die Beckenbreite geöffnet. Ich setze mich wieder nach unten ab. Was jetzt ganz wichtig ist, wir haben so zwei verschiedene Übungen in einer Übung. Als allererstes übergebe ich mein Gewicht von links nach rechts, aber hinten berühre ich es mit meinen Fingern. Ja, du siehst, vor übergebe ich, hinten berühre ich einfach nur ganz kurz. Ein kleiner Tap obendrauf, kleiner Tap obendrauf. Sehr schön. Was wichtig ist, hier hinten die Arme anheben. Und sobald du öffnest, auch oben bleiben, oben bleiben, oben bleiben, so lange wie es geht. Und weiter geht's, komm. Also hinten Tap, vorne übergeben.
Ich habe dir alle Seiten gezeigt. Du bist sicher dabei. Komm, und weiter geht's. Perfekt. Wenn du diese Übung hier machst, schau, dass deine Arme hinten richtig weit hochgehen und über diese Höhe auch in die Seite wieder vorbewegen. Also nicht, dass du so wie ich jetzt hier unten bist und dann vorne hochgehst. Du siehst das, wie ich hier unten bin? Nein, das machen wir nicht. Hinten hoch und gleichzeitig die Brust aufrichten, während du hinten die Arme hochziehst. So, jetzt machen wir es umgekehrt. Vorne haben wir den Tap und hinten übergeben wir. Vorne den Tap, hinten übergeben wir. Du wirst merken, das ist ein neuer Reiz für deine Arme, für deine Schultern. Okay, es fühlt sich anders an. Kann also auch anstrengender werden, aber das ist ja perfekt so. Komm, wir machen nur noch ungefähr 20 Sekunden von dieser Sorte. Atme gleichmäßig durch die Nase ein und aus. Perfekt. So, wir haben nur noch 8 Sekunden. Perfekt. Wir haben nur noch 4, 3, 2, 1. Perfekt gemacht. Beende diese Übung, lockere dich wieder insgesamt aus. So, ich zeige dir die nächste Übung. Ich gehe auf meine linke Beinseite. Ich stütze mich mit meiner linken Hand auf meine linke Oberschenkelseite, also relativ weit oben ab. Bleibe aufrecht in meinem Körper. Nehme meinen Gegenstand, meine Flasche oder Gewicht in die Seite. Und zwar gehe ich jetzt hier rüber, ganz weit links. Du siehst, wie lange hier mein Körper wird in der Seite. Ein schöner Wirbelsäulenbogen. Und jetzt hochziehen, mit meinem Fuß heben und senken. Sehr schön. Auf einer Seite stütze ich mich ab, auf der anderen Seite ziehe ich mich richtig schön nach oben, hoch und tief. Und das spürst du hier in deiner Lateralen, okay? Schön hoch und tief. Ruhig atmen durch die Nase ein und aus. Sehr schön. Du siehst auch, wie mein Standbein sich so ein leichtes bisschen streckt und beugt. Das darf sein. Komm, stronger. Mach die Übung mit. Versuche das umzusetzen, auch hier mit dem Bein heben und senken und das Bein strecken und beugen und natürlich der Wirbelsäulenbogen weit in deine Seite. Alright. Wie geht's hier zu Hause? Spürst du das? Hier in der Seite. Jawohl, komm. Noch 20 Sekunden für diese Übung. Fühlt sich gut an. Je nachdem, wie schwer dein Gewicht ist, wird es natürlich richtig schön. Hölle, it's getting hot in here. Jawohl, komm, noch 10, 9. Alright, komm, deine letzten. 4, 3, 2, 1. Beende deine Übung. Sehr schön. So, um das Ganze ein kleines bisschen zu lockern, nehme ich jetzt meinen Gegenstand wieder in meine Hände. Und jetzt rolle ich hier so ein bisschen von links nach rechts. Du siehst, wie meine Ferse seitlich hochgeht. Ganz wichtig. Ferse muss hoch. Perfekt. Dreh dich rein und raus. Atme ruhig durch deine Nase ein und aus. Jetzt nehme ich meine Baseball-Abteilung mit. Ich habe meinen Baseballschläger hier und ich schlage hier so ein bisschen mit meinem Baseball-Bat. Okay, komm, lass es fließen. Es fühlt sich gut an. Das lockert auch alles ein bisschen. Mobilisiert wieder. So, noch 20 Sekunden für diese Übung. Ja, hier ist alles dabei. Und wir können gerne aus verschiedenen Sportarten auch Übungen mitnehmen. So, wir machen noch 10 Sekunden. Noch 4. Alright. Beende diese Übung. Gut gemacht. So, wir nehmen jetzt das Gewicht auf die andere Seite. Wir vergessen nicht, wir waren immer noch hier. Gehen jetzt auf unser rechtes Bein. Stützen uns mit der rechten Hand hier oben auf dem Oberschenkel ab. So ein bisschen fixieren. Die linke Hand hält das Gewicht. Komme über deinen Kopf schön weit in die Seite. Und jetzt hier wieder schön heben und senken. Probier dich aus. Bevor du richtig loslegst, erstmal ausprobieren, wie steht der Fuß, steht er richtig. Okay, und dann geht's los. Ready, steady, go, 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 komm, richtig schön nach oben. Hier kannst du fühlen, ob eine Seite besser oder schlechter ist. Diese Seite läuft bei mir eigentlich jetzt relativ gut.
würde sagen, ein kleines bisschen besser als die andere Seite. Schieb dich schön nach oben. Jawohl. Und dein Gewicht verlagerst du immer so auf dein rechtes Bein, also primär rechte Beinseite. Okay? Falle nicht nach unten wie eine heiße Kartoffel. Okay. Ich würde sagen, noch 20 Sekunden für diese Übung. Lass uns das zusammen durchboxen. Komm. Sehr schön. Alright. So, wir haben die letzten 10. Noch 4, 3, 2, 1. Beende diese Übung. Sehr schön. Und jetzt nehmen wir nochmal so ein bisschen das Rollen mit. Ja, du merkst, dieses Rollen bringt einfach wieder unsere Muskulatur so ein bisschen in die Entspannung. Nimm wieder dein Baseball-Bat mit. Yeah. Stell dir vor, du bist auf dem Feld, der Ball kommt entgegen und du schlägst hier den Ball richtig schön raus. Noch 20 Sekunden. Ja, heute bleiben wir irgendwie beim Ball. Die nächste Übung ist genau auch wieder so eine Sache für den Ball. Und beenden. Sehr schön. So, was ist die nächste Übung? Seitlicher Balleinwurf, den kennen wir aus dem Fußball. Meine Beine bringe ich hier ganz eng zusammen. Ja. So, und wenn meine Beine eng sind, gehe ich natürlich auch ein bisschen in die Hocke. Jetzt kann ich hier meine Oberschenkel auch leicht zusammendrücken. Probier es aus. Füße ganz eng, Beine gebeugt. Jetzt kann ich meine Oberschenkel leicht aneinander pressen. Hier ist mein Ball, normalerweise. Du gehst weit nach hinten, schiebst dabei hier deine Hüfte vor. Das ist wichtig. Nicht Po nach hinten, sondern Hüfte vorschieben und seitlich den Balleinwurf. Richtig schön. Und das machst du jetzt auch explosiv. Stell dir vor, du bist im Spiel und das muss richtig schön rausgehauen werden. Explosiv. Atme durch die Nase ein, Mund aus. Perfekt. Sehr schön. Du kannst hier ruhig auch ein bisschen hüpfen. Ja, wenn du möchtest. Einfach das Gefühl haben, der Ball muss mitten ins Spielfeld. Schön weit. Okay. Wenn du möchtest, kannst du es auch langsamer machen. Ganz klar. Aber immer wieder hier richtig schön die Hüfte vor. Richtig schön die Hüfte vorschieben. Atme gleichmäßig durch die Nase ein, Mund aus. Perfekt. Ich würde sagen, wir haben noch ungefähr 30 Sekunden. Ruhig nochmal so ein bisschen explosiv die ganze Geschichte. Sehr schön. Okay, wie sieht's aus bei dir zu Hause? Hast du den Ball schon ins Feld? Sehr schön, perfekt, komm. Richtig schön rollen lassen, noch 10 Sekunden. Jawohl, und da wird's richtig schön warm. Perfekt. Und deine letzte, 4, 3, 2, 1. Erledigt, sehr schön, Beine wieder lockern. Okay, ja, wir bleiben auch immer noch beim Ball. Irgendwie haben wir heute echt die ganze Ballabteilung. Wir gehen über zum Tennis, okay? Meine Beine sind hier weit geöffnet. Ich habe hier meinen Schläger. Und jetzt gehe ich über oben nach unten, übergebe den Schläger nach hinten und dann hier einfach den Boden berühren, über oben wieder runter. Boden berühren, über oben schlagen. Also den Schläger übergebe ich und dann haue ich hier oben den Ball richtig schön übers Netz. Übers Netz oben. Schön in die Länge. Schön in die Länge. Wenn du möchtest, nimmst du hier deinen Zielarm noch mit. Sehr schön. Aber Boden berühren, ganz wichtig, okay? Unten durch, Boden berühren, oben. Unten durch, Boden berühren, oben. Schön in die Länge. Schön Hüfte vor, über den Bauch. Jawohl. So, und schon sind wir echt schon eine knappe 30 Minuten unterwegs. Wie geht's dir zu Hause? Alles gut? Deine Bude steht noch, dann ist das perfekt.
Ja, das ist immer ganz wichtig. Bei solchen Übungen aufpassen, oben ist die Lampe. Für den Fall, dass du da eine Lampe hast. Pass auf. Sehr schön. Noch ungefähr 10 Sekunden für diese Übung. Alright, hau es raus. Sehr schön. Deine letzte 4, 3, 2, 1. Well done. Gut gemacht. Beenden. Beine wieder lockern. So, nimm gleich wieder beide Hände an deinen Gegenstand. Nimm deine Beine wieder in die Beckenbreite oder so ein kleines bisschen über die Beckenbreite. Und jetzt schau erstmal, hier gehen die Fersen hoch, tief. Wenn ich hochgehe, schiebe ich mein Schambein leicht vor. Meine Arme gehen hier erstmal leicht mit nach oben in den leichten Curl. Atme ruhig durch die Nase ein und aus. Was ganz wichtig ist, ich trainiere jetzt hier nicht wirklich Bizeps zum Beispiel. Ja, wir machen generell jetzt nicht unbedingt spezielle Muskelgruppen. Wir haben so einfach ein funktionelles Training. Functional Workout, einfach super bewegen. Ja, zum Beispiel bedienen wir Tennis, wir haben Fußball abgedeckt, Rugby, Baseball abgedeckt. Alles, was hier so in die Bewegung geht. Vielleicht kommen wir noch zum Einkaufen, zum Putzen. Werden wir mit Sicherheit auch noch dabei haben. Sehr schön. So, und jetzt gehen wir in die Tiefe. Streck den Arm nach oben. Geh tief. Streck dich nach oben. Rücken gerade. Hoch und wieder tief. Hoch und wieder tief. Heben und wieder tief. Explosiv, tief und hoch. Komm. Explosiv, tief und hoch. Come on, let's do this. Jawohl. Sehr schön. Immer wieder richtig schön explosiv, hoch und tief. Man könnte sagen, es ist fast schon sogar ein bisschen Holzhacken, wenn wir jetzt hier mal wieder so eine Funktion haben wollen. Sehr schön. Richtig schön lang machen. Kurz stehen oben und dann wieder runter. Sehr schön. Komm, noch 20 Sekunden für diese Übung. Atme ruhig durch die Nase ein und aus. Sehr schön. Wie sieht's aus? Komm, Holzhacken. Wir brauchen Feuer, Holz für die Bude. Und noch 10, 9, 8, 7, deine 6. Okay, 3, 2, beende diese Übung. Lockere dich wieder. So, und da wir noch nicht genug haben, steigern wir uns noch ein bisschen in unserem Herz-Kreislauf-Training. Ja, wir machen das Ganze noch ein bisschen intensiver für unsere Pumpe. Wenn du möchtest, machst du mit. Entweder machst du hier die leichte Variante, Ferse heben, Schmetterball nach vorne über das Netz, unten durch, Boden berühren, Schmetterball, Ferse hoch, Boden berühren. Vergiss nicht, den Boden zu berühren, schön oben. Kannst du aber mehr, springst du. Einmal richtig schöner Schmetterball von hinten raus. Springen, von hinten raus springen, sehr schön. Pass auf, die Decke, ja, hier machen wir ein bisschen Pseudo-Tennis. Springe, sehr schön, springe, okay. Ich muss hier auch ein bisschen aufpassen mit der Decke, deswegen die Arme nicht ganz so gestreckt nach oben. Hätte ich jetzt eine richtige schöne große Halle mit hoher Decke, würde ich bis an die Decke springen. Yeah! Sehr schön, komm. Hoch auf deine Ferse. Schmetterball. Schmetterball. Bam! Sehr schön, komm. Noch 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6. Komm, dann geht's zum Boden. 5, 4, 3, 2. Du bist dabei. Gut gemacht. So, wir gehen jetzt zum Boden. Wir haben unsere letzten Übungen. Und dann ist unser Workout auch schon wieder vorbei. Ja, yeah, das geht richtig schnell. So, Füße aufgestellt. Und wir kommen jetzt erstmal in die Bauchlage, Rückenlage. Und von hier aus, ich drehe mich ein bisschen, dass du mich besser sehen kannst, lasse ich meine Beine am Boden liegen. Und jetzt schau mal, auf der Seite, wo mein Gewicht ist, das hatten wir vorhin im Stehen schon, hebt sich das Bein. Du gehst unter dieser Seite durch, gehst wieder tief. Öffnest die Arme auf der anderen Seite, unten durch,
und wieder tief. Und jetzt deutlich heben den Oberkörper und senken. Heben und senken. Komme hoch und wieder tief. Sehr schön. Ganz wichtig, lass die Beine nicht zu nah an die Brust gehen. Der Oberkörper muss hoch für deinen Bauch. Der Oberkörper muss hoch für deinen Bauch. Okay, du bist bereit. Komm, bleib dabei. Sehr schön. Atme ruhig durch die Nase ein, Mund aus. Alright. Okay, hast du hier im Hals so ein bisschen ein Problem? Probiere aus. Auf der Seite, wo mein Gewicht ist, drehe ich den Kopf jetzt rüber, ganz rumdrehen und wieder zurück zur Mitte. Auf der Seite, wo das Gewicht ist, den Kopf rüberdrehen und wieder lösen. Aber richtig schön in die Seite schauen und dabei den Oberkörper heben. Ja, das trainiert auch noch ein bisschen die Halsmuskulatur, sorgt aber auch dafür, dass meine Halsmuskeln jetzt hier nicht so verkrampfen. Probier dich aus. Okay, komm, richtig schön hoch und tief. Gleichmäßig atmen durch die Nase ein, Mund aus. Sehr schön. Perfekt. Okay, noch 10 Sekunden für diese Übung. Jawohl. Deine letzte. 4, 3, 2, 1. Beendet. Sehr schön. So, jetzt kommen wir nochmal in die Bauchlage. Wir haben also praktisch noch 2 Übungen und dann ist der ganze Spuk hier auch schon wieder vorbei. Gehen wir in die Bauchlage. In der Bauchlage machen wir nichts anderes als das, was wir eben auch gemacht haben. Nämlich, wir nehmen auf der Seite, auf irgendeiner Seite nehmen wir das Gewicht. Hier, die Arme sind relativ weit geöffnet. Okay. Und die Füße sind aufgestellt, schön kraftvoll. Und jetzt hier Oberkörper heben, senken. Und jetzt, wo wir uns heben, gehen die Arme hoch, übergib das Gewicht auf die andere Seite und senke dich. Also immer, wenn du hochgehst mit deiner Brust weg vom Boden, übergibst du das Gewicht auf die andere Seite. Sehr schön. Was wir nicht machen, wir lassen nicht das Gewicht und die Hände auf unserem Popo rüber dopsen. Nein, der Po ist kein Trampolin. Streng dich an, komm. Schau, was ich hier mache. Also nicht dopsen lassen über den Po, sondern weit weg. Richtig schön hoch die Arme. Von einer Seite zur anderen Seite übergeben. Sehr schön. Shish. Jawohl, das geht in den Rücken. Aber das ist gut so. So, komm, wir machen unsere letzten 20 Sekunden für diese Übung. Und wenn du weißt, dass danach nur noch eine Übung kommt, gibst du jetzt nochmal alles. Come on, holy moly, let's do this. We're almost there. Das Licht am Ende des Tunnels ist nah. Sehr schön. Komm, nur noch 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, beenden. Sehr schön. So, weiter geht's für unsere letzte Übung. The final countdown, okay? So, komm wieder in die Rückenlage. Hier spielt es keine Rolle, auf welcher Seite du dein Gewicht hast. Wichtig ist, hier hast du einmal deine Beine aufgestellt. Hier wieder von einer Seite auf die andere Seite übergeben, wie wir es die ganze Zeit schon machen. Heben, Beine hoch, unten durch, zurück. Beide Beine gehen hoch. Sehr schön. Du kennst das mit der Halswirbelsäule. Falls du jetzt wieder das Problem hast, es fängt an zu krampfen in meinem Hals, dann dreh den Kopf wieder auf die Seite, wo dein Gewicht ist. Mein Gewicht ist rechts, dreh deinen Kopf in die rechte Seite. Mein Gewicht ist links, dreh den Kopf in die linke Seite. Also immer zu deinem Gewicht hindrehen. Sehr schön, komm, wir haben es gleich geschafft. Almost there. Alright, noch 30 Sekunden für diese Übung. I love it. Okay, mir geht's gut. Richtig schön warm von innen heraus. Alright, noch 15 Sekunden für diese Übung.
von einer Seite auf die andere Seite. Noch 10 Sekunden. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You are the winner. Sehr schön. Komm nach oben. So, wir haben es geschafft. Das ist mal wieder gut gelaufen mit uns beiden heute. Lassen wir einfach noch ein bisschen die Arme locker bewegen. Okay, ja, und wir waren tatsächlich irgendwie fast 40 Minuten unterwegs. Das ist doch ein gutes Thema. 40 Minuten, da haben wir einiges geschafft. Sehr schön. Falls du mal das Gefühl hast, Thomas, ich kann heute aber nicht so viel, dann mach nur 15 Minuten. Öffne deine Beine, roll nochmal so ein bisschen. Also 15 Minuten ist doch besser als gar nichts, okay? Und wenn du dann 15 Minuten vielleicht mittags machst, 15 Minuten nochmal abends, dann hast du auch deine ganze Einheit hinter dir. Sehr schön. Und während wir hier so wackeln, verabschiede ich mich schon mal von dir. Mein Name ist Thomas Meiner und wir hatten heute mal Functional Workout. Und wenn du möchtest, gib mir einen Daumen hoch, falls dir das Video gefallen hat. Abonnieren darfst du mich auch, für den Fall, dass du noch mehr mitkriegen willst von mir. Ich sage einen schönen Tag oder eine schöne Nacht. Auf jeden Fall, gracias, thank you, danke, bis zum nächsten Mal. Adios, bye bye, auf Wiedersehen, ciao.